Familienurlaub vorbei. Da kann man jetzt so mit den Projekten anfangen, die wollte man oder wollte ich da zu Ende machen. Und dann schraube ich weiter an meinen Fahrradwohnanhänger. Also ihr könnt jetzt sehen, mein Fahrradwohnanhänger ist aufgebockt auf den Stützen. Und da, wo ich jetzt so was verändern möchte, da sind die Räder. Und zwar hier, die sind so ziemlich instabil. So, wenn ich fahre, die Befestigung der Räder ist nur mit so einer Steckachse. Und ja, wenn da jetzt die Belastung kommt, dann gehen die jetzt so, neigen sich nach innen. Und dann bei jeglicher der Bodenunebenheit wackeln die. Und die sind so, ja, das ist mir zu unsicher, ob ich nicht so bei einer irgendwelchen Schwelle den Rad nicht verliere. Deswegen möchte ich die Befestigung jetzt verändern. Jetzt habe ich hier den Fahrradanhänger so umgedreht, so, der ist quasi ja, umgekippt. So komme ich ziemlich gut an die Räder. Und das ist die Sache mit dem Rädernbefestigung. Das ist so eine Steckachse und die ist so durch so einen Mechanismus befestigt. So. Und dann zieht man das raus und das war's. Ne? Wenn das jetzt hier dieser kurze Stück drin ist, dann ist dieses Stück Metall da in diesen Aussparung. Und das wird nur dadurch gehalten und bei Fahren wackelt das tüchtig. Jetzt möchte ich diese Geschichte verändern und eine durchgehende Achse zwischen beiden Rädern machen. Und das ist die Lösung von meiner Überlegung. Eine Gewindestange M12, 1 Meter lang und die führt jetzt zu einer neuen Achse bei mir. Und so sieht das aus. Also da habe ich jetzt diese Gewindestange durch die als Achse benutzt und die werde ich jetzt hier in diesen Rohr montieren. Davor muss ich aber hier diese ja, Montageelemente ausbauen, damit die Achse hier durchgeht. Diese zwei Befestigungsstifte ausmontiert und jetzt kann ich hier diese Gewindestange da in diese Rohr hier platzieren. Dann geht es weiter. Da kommt jetzt die Gewindestange hier in diese Rohr. Ja, durchgeschoben. So, und jetzt muss ich hier die richtige Länge so ausmessen und die Stange kürzen. Ich habe jetzt die Gewindestange eingesetzt. Hier ist schon auf der Seite das eine Rad so fertig montiert. So wird das aussehen, wenn das fertig ist. Wobei hier die letzte Mutterschraube wird ersetzt durch eine selbstsichernde Mutter. Und auf dieser Seite könnt ihr das sehen, hier den Aufbau. Also hier ist die Gewindestange, das bewegt sich jetzt. So, dann kommt eine Unterlegescheibe. Mit dieser Mutter bringe ich hier diese ganze Gewindestange erstmal auf Spannung, dass sie sich nicht hin und her bewegt. Dann kann ich das fixieren. Dann kommt eine Unterlegescheibe, dann kommt so eine ganz kleine, die setzt direkt da an den Lager von dem Rad. So, dann wird das Rad hier näher ran. So, und von der Seite quasi das gleiche. Erstmal hier diese ganz kleine Abstand Unterlegscheibe. Die hat Durchmesser wie der Radlager innen. Dann kommt Abstandmutter und zwei Schrauben. Die werde ich gleich festziehen und dann habe ich hier die richtige Länge. Jetzt fertig montiert erstmal. So, beide Räder drehen sich. Wobei kann ich hier mit der Spannung der Schrauben noch ein bisschen anziehen,
Und hier habe ich so einen Überstand. Das muss ich jetzt kürzen. Und ja, dann die äußeren Mutter gegen so selbstsichernde Muttern austauschen und das war's. Sonst ist das deutlich stabiler, wackelt nicht. Ja, das müsste so besser funktionieren als die vorherige Lösung. Dann habe ich übermittelt, wie viel muss ich abschneiden. Ja, und dann geht's los, ne? Ja. Die Winterstange ist jetzt gekürzt. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, immer so zwei Mutter dran machen. Mit der einen, wenn die Stange abgeschnitten ist, dann soll man das so ein bisschen hier die Schnittstelle glätten, da mit einer Feile. Und dann, wenn man hier die äußere Mutter rausdreht, dann die macht hier die Gewinde quasi noch passend wieder für die neue Schraube. So, das habe ich schon vorher gemacht. So, jetzt die normale Mutter mache ich so gegen eine selbstsichernde Mutter austauschen. Das ist jetzt, die hat so eine, ja, Kunststoff, dieses, das blaue, na, so das blaue, das ist so ein Kunststoffring innen, und wenn man die jetzt so reingeschraubt hat, dann macht sich dieser Kunststoffring verhindert, dass sie sich rausdreht. Solche Mutter darf man nur einmal verwenden. Also jetzt angenommen hat man hier die Schraube wieder oder diese Mutter rausgedreht, braucht man auch eine neue. So, jetzt gucke ich die Spannung in dem Rad, dass das sich das jetzt nicht zu stark zusammengedrückt wird, damit hier die Lager sich drehen können. So, und dann mache ich das Rad wackelt nicht hin und her wie vorher. Und jetzt mache ich hier die, setze ich jetzt diese Mutter mit diesen, ja, diese selbstsichernde Mutter rein. So, jetzt muss ich das vernünftig zusammendrehen. Dafür brauche ich zwei Hände. Und so ist das, wie so ein berühmter Fußballtrainer mit italienischen Wurzeln gesagt hat: Ich hab's fertig. So, guck mal. Die drehen sich wunderbar mit der neuen Achse. So, und wackeln nicht. Das ist ja deutlich stabiler wie vorher. Und bei der Bedarf kann ich immer so nachziehen. Die Räder sind gesichert mit zwei Muttern, davon eine mit selbstsichern. Da kann ich die Spannung noch immer noch steuern. Ja, so sieht das aus. Bin ich sehr zufrieden. Ein zweites Projekt für heute ist, ja, ist ein Loch im Boden zu machen. Und zwar, wo habe ich mein Elektrofahrrad an eine Ladesäule geladen. War Problem, dass der Kabel musste durch diese Seitenfenster geführt werden. Und da war Fenster auf. Jetzt möchte ich gerne im Boden ein Loch machen. Der wird mit so einer Kappe von innen verschlossen. Und wenn ich ein Strom laden möchte, dann wird hier dieser Loch, durch dieses Loch hier im Boden, wird der Kabel nach innen, Elektrokabel nach innen geführt. Und da kann ich in Ruhe mein Akku laden. So, da werde ich gleich so ein Loch markieren. Und dann von innen aussägen und den raus reinsetzen. Bei der Gelegenheit will ich euch meine Stützen auch präsentieren. Die werden so für den Fall, dass ich da schlafen möchte bzw. Pause oder dass ich mich setzen möchte im Wagen, werden die am Wagen reingesteckt. Die haben so einen Fuß, der mobil ist, der quasi kann sich bewegen. Und hier so eine Höhenregulierung. Und da zeige ich euch, wie ich das reinstecke. Ja, im Wagen sind so entsprechende Öffnungen oder so ein Gegenstücke. Und dann mache ich hier diesen Schnellverschluss auf. Das ist, war so ein Tipp von meinem Zuschauer, von Andy BWT. So mit diesen Klammern. Und das geht relativ gut. So wird das reingesteckt hier. So, dann wird das hier mit dieser ersten Klammer erstmal gesichert, dass das nicht rausfällt.
und anschließend kann ich hier die zweite Klammer aufmachen und dann ist das hier die Höhenregelung und dann je nach Untergrund kann ich das nach oben oder nach unten setzen. Und mit früher habe ich das mit einer Schraube mit Gewinde gehabt, das war lästig hier und das dank Tipp von Andy BWT hier mit dieser Klammern ist das total easy. Und so sehen die Stützen, wenn die ausgefahren sind. Hier sind die hinten. Jo. Und hier sind die vorne. Und für den Fahrt werden die abmontiert. Quasi da brauche ich nur die zwei Stifte entsprechend da positionieren und sind die abmontiert und in den Wagen und da bleibe ich nirgendwo hängen. So, okay, und Lok ist jetzt fertig. Dann kann ich jetzt hier den Verschluss aufmachen. Habe ich Loch von unten. Und dann, wenn will ich meinen Akku laden an einer Autoladesäule Typ 2, dann setze ich hier von unten den Kabel in den Wagen und kann ich in aller Ruhe laden. Und sonst ist der, wird der Wagen verschlossen. Und dann kann ich ja, bin ich nicht an den Wagen gebunden. Also Akku wird innen geladen und ich kann ja spazieren gehen. Außerdem ist das geschützt, dass das kein Wasser reinläuft. Ja, bin ich zufrieden. Tipp hier mit diesem Loch bzw. mit dem Verschluss hat er mir der Matte gegeben. Da will ich mich auch herzlich bedanken. Hier diese Verschlusskappe findet ihr so bei Hellweg oder bei Obi da wo in der Abteilung, wo so die Heizung, Wasserklamotten sind. Und das ist so ein Verschluss für eine Muffe. Ich habe so 90 mm Muffe genommen. Das ist noch deutlich mehr Platz. Man könnte auch kleinere nehmen. Ja, ist okay. Und ja, die Muffe hat, weiß ich nicht, also hier dieser Verschluss hat so, weiß nicht, 1,09 € gekostet. Also ist kostengünstig. Ich habe es vorher überlegt, so eine Revisionklappe zu setzen. Die kosten aber 15 € und sind deutlich größer. Und selbst was auch basteln, könnte man auch so mit irgendwie so Scharnieren, so eine Klappe. Gut, aber für Scharnier bezahlt man auch so 2-3 €. Ja, und so hat es geklappt, bin ich zufrieden. So, übrigens, das ist so ein Ladekabel, mit dem kann ich mich so anschließen auf so eine Elektroladesäule von E-Autos. Und dann kann ich hier ist eine Schuko-Dose und oder Schuko-Stecker und da kann ich so normal 220 Volt oder 230 Volt den Akku von Fahrrad laden oder was auch immer, eine Powerbank. Jo. Das Ganze ist so 5 Meter lang, hat ca. 160 € gekostet. Besonderheit ist, das hat er noch hier so eine Entriegelungsfunktion mit diesen Magneten, kann man hier die Säule entriegeln. Wenn man fertig ist mit dem Laden, bis jetzt, naja, habe ich keine großen Erfahrungen, habe ich erstmal nur einmal probiert, da bräuchte ich nicht, habe ich mich so quasi abgemeldet mit dem Lade-App und dann wird diese Säule entriegelt und konnte ich den Kabel rausziehen. Aber für Fall der Fälle ist das möglich, hier mit diesen Magneten dazu machen. Man kann das auch so, diese Kabel oder diese Stecker selbst basteln. Da gibt es so entsprechende Videos im Internet. Die Teile kosten dann so um 70 €. Ich habe 90 € mehr bezahlt, aber das ist eine professionelle Lösung. Da habe ich mich nicht getraut, auch solche Elektrosachen, da bin ich sehr vorsichtig. Und das war mir wert. Okay. Wenn seid ihr neugierig so über die Möglichkeit, eure E-Bike da an Autoladesäulen zu laden, an der Kanal von
Mathe gibt es da ein schönes Video. Er hat mich da auf die Idee gebracht und dann habe ich auch eine entsprechende Video auch so gedreht. Und da kann man sich gucken. Also das ist dort, ja gut. Das wiegt viel weniger, als würde man hier den Anhänger dazu pflastern mit Solarzellen und zusätzlichen Akkus. Und ist man flexibel, also Autoladesäulen in Deutschland und in umliegende Ausland gibt es genug. Man braucht quasi sich nur so bei einem Internet auf einen Anbieter dafür diese Säule anmelden, dann lädt man ein App, mit dem kann man die suchen entsprechende Säulen da und die freischalten. Und ja, dann braucht man hier diese Kabel, ob das jetzt so diese längere Version oder kürzere Version. Gibt es auch andere Möglichkeiten, so ähnliche Kabel, die kosten auch so 215 Euro oder noch mehr. Ja, aber bis jetzt bei meinen Versuchen hat super geklappt. Ich werde das weiter testen. Mathe ist auch dabei, der macht das auch tüchtig testen und ja, dann ist das so erstmal.